Es ist verrückt. Sei vernünftig. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, diese Tour zu machen. Es ist zu dunkel, zu kalt. Es ist eine Tour für den Sommer. Warte auf nächstes Jahr. So haben mir Freunde und Familie von dieser Tour abgeraten. Aber wer sagt eigentlich, dass eine Alpenüberquerung nur im Sommer gemacht werden kann? Eins kann ich trotzdem sagen, liebe Freunde. Das Schwierigste an dieser Tour war, am Freitag um 18 Uhr in den Zug nach München einzusteigen. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Eine wunderschöne gute Nacht, liebe Fahrradfreunde. Ich befinde mich gerade in München. Ja, es ist ein bisschen belebter hier, Oktoberfest und anscheinend auch ein Fußballspiel. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich dachte, um diese Uhrzeit ist ziemlich ruhig. Ja, was mache ich hier um 11 Uhr am Freitag? Also ich bin nach der Arbeit in den Zug eingestiegen und ich fahre meine Alpenüberquerung nach Italien. Ja, also ich fahre einfach los und ich melde mich später, wahrscheinlich wenn es hell ist und ich erzähle ein bisschen mehr. Bis später. Kein Zurück, los. Und leider habe ich mich sofort verfahren. Ich musste so viel auf das Glas auf der Straße aufpassen, dass ich nicht auf dem Navi gucken konnte. Ich brauchte circa 40 Minuten, um den richtigen Weg raus aus München zu finden. Ich verlasse gerade Grünwald und ich fahre in Richtung Bad Tölz. Also ihr könnt mich schon nicht sehen, es ist zu dunkel, aber also mit der Lupine ist eine andere Geschichte hier. Jetzt endlich lasse ich München hinter mir. Ich war nie auf dem Oktoberfest in München. Es war voll. Es war wirklich der schlechteste Zeitpunkt, um vom Hauptbahnhof mit dem Fahrrad um Mitternacht zu starten. Die Leute haben sich einfach auf die Straße geschmissen. Die Autos haben gehupt. Die Hölle, echt. Ich freue mich jetzt, weiterzufahren. Die Anstiege mit diesem Licht. Es ist wirklich eine andere Sache. Alles einfacher. Bad Tölz, ja, ich sehe, es ist ein bisschen feucht hier. Aber ich muss sagen, es ist eine angenehme Nacht. Also es ist nicht so schlimm. Ich dachte, es ist kälter. Natürlich, es wird jetzt immer kälter. Es ist, ich glaube, 2:30 oder so. Aber ja, nächste Etappe Lengries.
Ich sehe jetzt, es ist alles feucht. Ja. Das ist die Isar, glaube ich. Hier sind wir noch in Bad Tölz. Uhr 3:10, Lengries erreicht. Die Grenze muss nicht so weit sein. Also natürlich in der Nacht ist es nicht optimal, aber ich muss sagen, die Straßen sind wirklich super hier. Also man rollt sehr, sehr gut, auch bergauf. Ich hoffe, es regnet nicht morgen, also heute ist viel Regen angesagt, aber später weiter. Boah, Vollbremsung vor einem Igel. Also, er hat sich so langsam bewegt. Ich dachte, es ist ein Blatt. Und kurz dahinter habe ich einen Dachs gesehen. Den habe ich nie gesehen. Boah, ich habe mich erschrocken. Ich glaube, wir fahren entlang dem Aachensee. Leider ist es ein Fahrradweg. Ich dachte, wir sind auf der Straße durch den Wald. Ich habe Angst. Wow, ein Tunnel. Ich hoffe, es gibt keine Spinne, aber scheiße. Ich hoffe, es gibt kein Tier hier. Fuck. Wir sind fast an der Grenze. Ich hoffe, letzte Anstiege bis zur Grenze. Für das erste Mal sehe ich Innsbruck auf dem Schild. Die Grenze. Willkommen in Österreich. Tschüss Deutschland. 72 Kilometer bis Innsbruck. 4.15 Uhr. Jetzt zum Aachensee ist ein langer Abstieg. Ich muss jetzt lange Handschuhe anziehen, es ist eiskalt bergab. Die Anstiege waren nicht vorbei, anscheinend. Die große Abfahrt muss noch kommen. Also es gibt noch ein paar Anstiege, keine Ahnung. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind in Aachenkirch und wir sind ein paar hundert Meter vor der großen Abfahrt. 87 Kilometer und ich glaube, es ist 5.12 Uhr. Also gut, es war sehr anstrengend, vor allem wegen der Nacht, wegen der Kälte. Sonst an sich ist die Strecke wirklich sehr schön und super asphaltiert. Man rollte sehr, sehr gut. Ja, also was mache ich heute? Ich habe das noch nicht gesagt. Also ich fahre nach Italien. Ich möchte heute von München nach Riva del Garda fahren, durch den Brenner. Es ist eine Tour, die ich schon lange geplant habe und seit einem Monat wollte ich das machen, aber das Wetter war immer schlimm. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache das nächstes Jahr. Aber ja, ich kann nicht warten, ich will das einfach sehen und fahren. Heute leider ist auch das Wetter nicht optimal, es sollte regnen, aber vielleicht nicht so viel. Und auf jeden Fall in Italien sollte schönes Wetter sein, also nicht kein Regen. Und deswegen also bin ich auch so früh gestartet am Abend, weil der Regen ist am Nachmittag angesagt. So hoffe ich am Brenner schon gegen Mittag zu sein oder so und nicht so viel Regen bekommen. Jetzt ruhe ich mich aus, es war sehr, sehr anstrengend. Ich mache keine Nachtpause diesmal, ich habe keine Matte, keinen Schlafsack. Und ja, aber ich habe viele Klamotten dabei, es sollte nicht so eisig sein wie letztes Mal nach Nürnberg. Bis später. Wir fahren entlang dem Aachensee. Schade, ich bin zu früh. Es wäre schön bei Helligkeit. Es wird nie hell heute. Leider, es ist Anfang Oktober. Es ist 6 Uhr. Kein Licht. Wir sind jetzt im Inntal
und es wird langsam hell, obwohl es sehr neblig ist. Ich habe jetzt 50, 60 Kilometer ohne Höhenmeter, nur ein bisschen bergauf vor dem Brenner. Uhr und 34 Kilometer vor Innsbruck. Ich freue mich, es war wirklich eine harte Nacht, vor allem da sie so lang war, also knapp 10 Stunden Dunkelheit. Also ich bin nie so lange in der Dunkelheit gefahren ohne Nachtpause, und es war eiskalt, also bis 4 Uhr war okay, aber ab 4 war es nicht mehr auszuhalten, diese Kälte. Jetzt fängt es langsam an, ein bisschen wärmer zu werden, aber ich zittere noch, egal was ich mir anziehe. Also. Aber weiter, der Brenner ist nicht mehr so weit. Und das ist der Inn oder das Inn. Er ist ziemlich schnell. Sehr schön hier. Wir nähern uns Innsbruck, das heißt, der Anstieg zum Brenner fängt gleich an. Ich hatte geplant, eigentlich in Innsbruck eine Pause zu machen, mich hinzulegen, aber jetzt mal gucken. Ich habe schon eine lange Pause gemacht, um mich auszuziehen. Ich sehe im Moment, vielleicht fahre ich durch. Ich bin sehr dankbar, dass es nicht regnet. Wie gesagt, am Nachmittag sollte es regnen stark, aber am Vormittag war es trotzdem 40-50%. Ich freue mich. Tschüss Innsbruck. Ich habe jetzt einen ersten Anstieg schon in Richtung Brenner, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr müde, muss ich sagen, vor allem weil ich nicht geschlafen habe, aber ich hatte keine Wahl. Ich musste um diese Uhrzeit starten. Ich werde langsam hochfahren, aber dafür ganz wenige Pausen und kurze Pausen. Das ist meine Strategie. Mal gucken. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Ich hätte mir gewünscht, ich wäre heute ausgeschlafen, aber es läuft nie wie geplant. Da die Brücke der Autobahn. Praktisch war mein Plan, gestern in Ruhe in München anzukommen und Samstag früh, heute früh loszufahren. Aber wie gesagt, es regnet. Oder um 1 Uhr zu starten, also dort in München ein paar Stunden zu schlafen. Aber ich musste arbeiten am Freitag.
Ich musste um 18 Uhr fahren, also losfahren. Es ging nicht anders. Wir sind in Matrei 10.16 Uhr und bei 164 Kilometer, es heißt, es fehlen noch 15 bis oben, aber ich glaube, ich werde eine Pause machen bald. Mein Fahrrad hat auch gerade eine Pause gemacht. Also wir verlassen gerade Matrei, dann kommt Steinach, ja, Steinach am Brenner, Gries und dann Brenner. Ich freue mich, 15 Kilometer. Ich habe mich hingelegt, 2 Minuten, aber ich musste sofort aufstehen, weil es ist eiskalt. Also sobald man steht, wird es frisch. Ich habe andere Klamotten, aber ich ziehe sie nicht an, weil jetzt fahren wir bergauf und sowieso dann wird es ein bisschen warm. Aber es ist unmöglich, eine richtige Pause zu machen. Heute, das ist das Problem. Sonst läuft alles gut eigentlich. Die Tour ist wie erwartet, also nicht schwieriger, nicht weniger schwierig. Also keine Überraschung soweit. Dann weiter geht's nach Steinach. Cool, ab Matrei anscheinend gibt es einen Fahrradweg bis zum Brenner. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bleibe auf der Landstraße. Und es sieht sehr schön aus. Navi schickt mich zurück zur Straße. Ich traue mich nicht, dem Radweg zu folgen. Ich bleibe auf der Route. Liebe Grüße an Wolfmensch auf dem Velo. Er ist auch den Brenner runtergefahren und hat komplett die ganze Abfahrt gefilmt. Gries, der letzte Dorf vor Brenner. Wow, es ist das erste Mal, dass es mir passiert. Trinkwasser kostenlos vom Brunnen. Bis Brenner und es sollte das steilste, der steilste Abschnitt sein. Und es ist windig und eiskalt hier, aber wir sind fast da. Forza, mein kleines Rubel, wir haben es fast geschafft. Du warst super. Das Navi sagt 9%. Ich glaube kein Wort. Willkommen zurück, liebe Freunde, und willkommen in Brenner. Wir haben es geschafft, 11:45 und 180 Kilometer. Noch 200 leider bis Riva del Garda. Das ist das Problem. Also jetzt freue ich mich, dass ich diese Höhenmeter hinter mir lasse. Aber ich denke, das Schwierigste kommt jetzt, weil ich denke, es ist vorbei. Das Schlimmste ist vorbei. Aber es sind noch 200 Kilometer. Ich muss konzentriert bleiben und versuchen durchzuziehen, nicht so viel trödeln, weil ich schlafe nicht seit gestern und je später ich ankomme, desto schlimmer es ist. Und ja, jetzt fahren wir zur italienischen Grenze, eine besondere Grenze für mich. Eine besondere Grenze.
Ich fahre nicht ins Ausland, ich fahre in die Heimat. Ich freue mich, also ich bin in Italien, ich bin nicht in Italien gewesen seit 5 Jahren oder so. Endlich kann ich auch ein bisschen Italienisch sprechen. Benvenuti in Italia! Ich muss mich anziehen, es ist eiskalt. Und jetzt fahre ich tendenziell bergab, zum Glück. Ich habe mich verfahren und jetzt muss ich hier. Es ist nicht alles bergab, leider. Nächste Etappe Sterzing, wie bitte noch. Wir sind in Sterzing angekommen, eine sehr schöne Stadt. Mal gucken, ob wir durch die Altstadt fahren. Eigentlich hoffe ich nicht, weil es ist alles Kopfsteinpflaster. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir haben gerade Sterzing hinter uns gelassen und wir fahren jetzt nach Bressanone, Brixen. Dann Bozen und ja, in Richtung Gardasee. Ich muss eine Pause machen, wir haben 202 Kilometer und es ist 13.13 Uhr leider. Ich dachte, es geht bergab tendenziell, aber es sieht gar nicht so aus. Ich bin sehr, sehr müde. Ich hoffe, ich erhole mich. Ich sollte ein bisschen Gas geben, sonst schaffe ich es nicht anzukommen um eine gute Uhrzeit. Aber naja. Bis später. Willkommen zurück, liebe Freunde. Dieser zweite Teil der Tour, diesen zweiten Teil der Tour habe ich unterschätzt. Wie gesagt, ich dachte, es geht tendenziell bergab und ein paar Anstiege. Es ist einfach schmale Straßen und super steile Anstiege und Abstiege. Also mehr natürlich bergab, aber auch viele steile Anstiege. Und die Straße ist schmal. Es ist sehr, sehr schwierig nach so vielen Kilometern eine solche Strecke zu fahren und auch psychologisch, also ich bin daran gewöhnt, der große Berg kommt am Ende, dann ist die Tour vorbei und jetzt war der große Berg am Anfang und jetzt gibt es noch 160 Kilometer. Ich darf da nicht daran denken. Ich halte diese Anstiege nicht mehr aus. Mir wurde versprochen, es ist alles bergab hier. Eine Sache ist positiv, aber endlich hier in Italien sind die Temperaturen ein bisschen höher. Ich fühle mich wohl.
Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind 30 Kilometer vor Bozen. Es fehlen 130 Kilometer bis Riva del Garda. Und ich mache hier eine Pause, ich kann nicht mehr. Und ich bin erschöpft. Ich bin wieder falsch. Aber schön. Ich habe nicht geguckt, das ist meine Schuld. Einmal ist nicht Como Schuld. Boah, ist steil. Wir sind in Bozen. Es ist wirklich hart jetzt. Ich werde langsam wieder schläfrig. Und es fehlen noch knapp 100 jetzt. Ich glaube, ich werde mich irgendwann hinlegen und es wird auch wieder dunkel. Ich habe keine Lust, wieder in der Dunkelheit zu fahren, aber ich habe keine andere Wahl. Zum Glück regnet es nicht. Bis Trient. Weiter. Es ist wirklich wunderschön. Willkommen zurück, liebe Freunde. Es wird wieder dunkel, leider. Und es fehlen noch ungefähr 70 Kilometer. Ich bin 30 Kilometer vor Trient. Das Problem ist auch, wo ich übernachte, wenn ich am Ziel ankomme. Jetzt habe ich angerufen bei einem Hotel. Und wenn ich es schaffe bis Mitternacht, habe ich ein Zimmer frei. Ich muss mich beeilen. Wir sehen uns später. Leute, wir sind da nach 23 Stunden nonstop von München zum Gardasee geschafft. Jetzt muss ich aber schnell mein Hotel suchen, bevor es schließt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrradfahrer, und willkommen am Gardasee. Endlich sehe ich diesen Ort jetzt bei Sonne. Es war alles dunkel gestern, schade. Die Tour hatte 10 Stunden in Dunkelheit am Anfang und gestern kurz vor Trient wurde wieder dunkel. Schade bei diesen wunderschönen Landschaften. Aber es ging nicht darum gestern, es ging darum, diese Alpenüberquerung zu fahren. Und sogar bei diesen widrigen Bedingungen.
Und ich bin sehr, sehr froh. Ich werde sowieso zurück in die Alpen kommen. Ich habe schon eine Tour geplant. Und alles, was ich gesehen habe auf dieser Tour, war wirklich wunderschön. Also die Landschaft, alles. Und überall ist ein Fahrradweg, sogar in Italien. Also ich dachte, in Italien gibt es keine Fahrradwege. Doch, vor allem in Südtirol, ein wunderschöner Radweg entlang dem Etsch. Wirklich toll, bei super Landschaften. Ja, viele Anstiege und Abstiege. Unerwartet. Also Trient hat sogar Fahrradwege wie in den Niederlanden. Das ist neu. Was mir nicht gefallen hat, muss ich sagen, ist das Inntal. Das fand ich in Österreich sehr langweilig und vielleicht wollte ich einfach zum Brenner und ich war aufgeregt deswegen und habe nicht so diese Abschnitte genossen. Der Aachensee musste sehr schön gewesen sein, aber leider war es noch dunkel. Und der Brenner an sich war nicht so schlimm, also ich dachte schlimmer eigentlich. Also es hat viele Abschnitte, Kilometer lang, die fast gerade sind oder 1-2% Steigung. Nur am Ende zwischen Gries und Brenner ist wirklich hart. Aber ich dachte, es ist wieder broken, also immer bergauf. Und ja, in Italien war es schwieriger, der zweite Abschnitt, weil man denkt, man ist angekommen nach dem Brenner, jetzt geht es nur bergab. Und es war leider nicht so, es war wirklich, wirklich hart und es fehlten noch viele Kilometer. Der Tiefpunkt für mich war kurz vor Bozen, dort war ich wirklich erschöpft. Und aber der schlimmste Moment für mich war in Österreich um 3 Uhr nachts bei der Feuchtigkeit und Kälte, als ich ein bisschen Sekundenschlaf gehabt habe und ich konnte keine Pause machen, weil es zu kalt war und ich musste mich irgendwie wach halten und kurze Pause, sobald ich gemerkt habe, dass es mir so schlecht ging, weg von der Straße, Pause und dann wieder. Es war wirklich kalt, aber zum Glück hat alles geklappt. Ich freue mich sehr, wieder in Italien zu sein. Alle sprechen Italienisch, es ist toll und ja, schade, ich muss heute leider wieder zurück und es geht mit der Bahn. Ja, Alpenüberquerung gemacht, aber ich plane schon die nächsten Touren, wahrscheinlich aber nicht alle im Herbst, vor allem diese längeren Touren. Ich hoffe, dass diese Tour euch gefallen hat, obwohl es so lange in Dunkelheit stattgefunden hat. Und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Tour und bis dahin immer eine Hand am Lenker lassen. Tschüss, Gardasee. Bis zum nächsten Mal.
I said something just to ruin your mood and clip your wings. I'll buy you a